Wenn Sie sich die Frage stellen, warum steigt eigentlich Gold wie von der Tarantel gestochen, warum steigen die Rohstoffe, während gleichzeitig die US-Aktienmärkte mehr oder weniger seitwärts laufen, aber unter der Oberfläche tut sich wahnsinnig viel, da sehen wir tektonische Verschiebungen, die an der Oberfläche noch nicht so richtig sichtbar sind, aber etwas ankündigen, nämlich die Rückkehr der Inflation. Wir sehen den Reflationstrade, die Wiederkehr also einer Inflationserwartung hier am Start. Und wir sehen bei Gold zum Beispiel eine Art Misstrauensvotum gegenüber den Notenbanken, dass sie auf diese Rückkehr der Inflation nicht adäquat reagieren. Deswegen sehen wir Gold besonders stark steigend als eben ein Zeichen dieses Misstrauensvotums. Aber schauen wir uns die Dinge mal an, wie sie sich gelagert sehen. Hier haben wir trotz der Rallye, die wir noch am Freitag gesehen haben, sehen wir, dass das Angstbarometer VIX in der letzten Woche so stark gestiegen ist, also den größten wöchentlichen Anstieg hatte seit August 2023. Da ist also etwas passiert. Man ist deutlich nervöser. Wir hatten am Donnerstag ja diesen ziemlich heftigen und impulsiven Abverkauf. Dann am Freitag die Arbeitsmarktdaten mit einer Rallye, die, naja, eine bestimmte Schwäche in der Argumentation hat, dazu gleich mehr. Aber schauen wir uns mal an, was hier passiert derzeit unter der Oberfläche. Das, ich hoffe, das können Sie gut sehen, ist Tech gegen Energie. Das heißt, wir sehen, dass Tech in Relation zu Energie schon seit einiger Zeit deutlich schwächer wird. Wir sehen, dass der Ölpreis ausgebrochen ist aus seinem langjährigen Abwärtstrend und ein Kursziel als erste Anlaufstation von mindestens 95 Dollar hat oder um und bei 95 Dollar hat bei WTI, also dem amerikanischen Öl. Und wir sehen auf der rechten Seite hier mal die Benzinpreise in den USA. Das geht nach oben. In Kalifornien zahlt man bereits 5 Dollar pro Gallone. Durchschnittlich im Rest des Landes ist es deutlich günstiger, aber wir sehen, die Benzinpreise sind so hoch wie seit letztem Herbst nicht mehr. Das ist das eine. Wir sehen auf der anderen Seite auch, dass nicht nur der VIX deutlich gestiegen ist, sondern auch der MOVE, also die Volatilität an den Anleihemärkten, ist deutlich nach oben gegangen, fast 10%. Das ist ein ziemlich großer Schnaps. Wir sehen, die Renditen steigen. Unten sehen wir, dass sich die Aktienmärkte ja seit Januar, kann man sagen, komplett entkoppelt haben von den Renditen. Und ich glaube, dieser Prozess wird nicht mehr lange so weitergehen, denn wir erfahren von FED-Mitgliedern wie Bowman, die natürlich eher im hawkischen Camp ist, plötzlich komplett neue Sachen. Die sagte einen Satz, der noch vor ein paar Wochen undenkbar gewesen wäre, nämlich, also wenn die Inflation hier wieder anzieht, dann müssen wir vielleicht die Zinsen weiter anheben. Dabei hat uns doch der Jerome Powell versichert, na, also wir sind jetzt praktisch am oberen Ende hier dieses Zinsweges angekommen, aber die Fakten sprechen dafür, dass das vielleicht sich doch ändern könnte. Und unten sehen wir mal eingepreiste Erwartungen, das sind die Fed Fund Futures, und hier sehen wir die Wahrscheinlichkeit, dass am 12.06., also bei der übernächsten Sitzung der Fed, die Zinsen sinken, ist jetzt geringer, als dass sie unverändert bleiben. Das heißt mit anderen Worten, während man noch vor kurzem sicher war, na, im März wird auf jeden Fall die Fed die Zinsen senken, dann auf jeden Fall im Juni wird man sie senken, ist jetzt der Juni schon in Frage gestellt. Also nicht mehr sicher, dass hier die Zinsen sinken. Logan, anderes Mitglied der Fed, hat sich ähnlich geäußert und gesagt, die Inflation ist schlichtweg zu hoch, als dass wir die Zinsen senken könnten. Und hier sehen wir den Grund vor allem. Wir haben jetzt einen neuen Inflationstreiber, das ist der Gütersektor. Hier sehen wir mal die Global Manufacturing PMIs, die erholen sich. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel in Deutschland so eine leichte Erholung jetzt sehen, weil dieser Gewerbesektor wieder anspringt. Das sehen wir auch in China. Das heißt, die Inflation wandert vom Dienstleistungssektor, dort wird sie latent ein bisschen schwächer, aber nicht viel, aber ein bisschen wandert sie jetzt in den Gütersektor. Und hier bekommen wir sozusagen die nächste Inflationswelle frei Haus geliefert. Und hier sehen wir mal folgenden Chart. Was bedeutet das denn für die Märkte? Bisher war ja Tech sozusagen das einzige Spiel. Wir kaufen die Magnificent Seven und werden glücklich. Hier sehen wir mal Tech in Relation zu Rohstoffen. Diesen Chart hatte ich schon mal gezeigt, aber ich halte ihn für sehr wichtig. Wir haben sogar das Hoch aus dem März 2000 leicht überboten. Und das, obwohl zum Beispiel hier die Amerikaner seit 2019 massive Preissteigerungen bei einzelnen Produkten wie Kakao, Orangensaft, Olivenöl, Zucker und so weiter haben. Hier sehen Sie das ja mal aufgelistet. Also diese Produkte sind deutlich teurer geworden.
Und wenn wir jetzt nochmal zu einer anderen sehr wichtigen Geschichte kommen, dann möchte ich Sie auf die Renditen hinweisen. Also die Frage, wie viel kostet Geld die sogenannten Kapitalmarktzinsen? Und hier sehen wir die TNX, das ist praktisch ein ETF, das langlaufende Anleihen 20 und 30 Jahre abbildet, ein Mix daraus bildet. Und hier sehen wir, was im Dezember passiert ist. Da sehen Sie diese dicke rote Kerze. Damals gab es diese Pressekonferenz von Jerome Powell, als er sagte, auf die Frage, habt ihr über Zinssenkungen gesprochen? Ja, da haben wir schon drüber diskutiert. Und das, nachdem Powell noch eine Woche vorher etwa gesagt hat, nein, nein, für Zinssenkungen wäre es viel zu früh. Was passierte? Eine Monsterbewegung an den Anleihenmärkten. Bums, wir sehen hier diese dicke, dicke rote Kerze. Diese Zone zwischen dem oberen Ende der Kerze und dem unteren Ende der Kerze wird bei den Amerikanern als sogenannter Control Bar, als Kontrollkerze bezeichnet. Und wir sehen, wir sind jetzt zuletzt, nicht nur haben wir diese Verluste aus diesen Aussagen von Powell oder die mit diesen Aussagen von Fed-Chef Powell kamen, komplett wieder aufgeholt, sondern sind sogar über dieses Niveau gestiegen. Das heißt, wenn man so will, dass diese Aussagen von Powell komplett eliminiert sind, auch in ihrer Bedeutung keine Rolle mehr spielen, sondern der Anleihenmarkt signalisiert uns jetzt, es geht nach oben mit den Renditen. Warum? Weil wir eben davon ausgehen, dass die Inflation weiter steigt. Hier sehen wir heute Morgen Renditen jetzt deutlich über der 4,4% Marke, 4,43. Also der letzte Stand, bevor ich hier ins Studio gegangen bin, um das Video zu machen. Wir sehen oben mal den Inflation Comeback Basket, der ist von Goldman Sachs, also praktisch, wo Aktien drin sind, die von einer Inflationsrückkehr profitieren würde. Und wir sehen, da steigen wir und steigen wir. Das wird also hier wieder gespiegelt. Und all das vor dem Hintergrund, dass eben die Schuldenaufnahme der USA schon groteske Züge aufnimmt. Man versucht jetzt vor allem kurzlaufende US-Staatsanleihen zu emittieren seitens der US-Regierung. Aber wir sehen, das ist ein Volumen, das hier so massiv nach oben geht. Und hier eben dann Gold als Misstrauensvotum, dass die Fed es wagt, nochmal die Zinsen anzuheben oder vielleicht sogar die Zinsen senkt in ein wieder inflationierendes Umfeld hinein. Also wir sehen, das hängt alles mit allem zusammen. Hier sehen wir Gold, wie Michael Hartnett von Bank of America sagt, ja, Investors are preparing for the endgame. Man ahnt so ein bisschen, oh, das könnte auf Dauer vielleicht echt ein Problem werden mit dieser US-Verschuldung. Nun können die Amerikaner natürlich den Dollar drucken. Und der Greenspan hat mal gesagt, ja, wir können gar nicht pleite gehen, weil wir ja den Dollar drucken können. Aber das haben die Argentinier auch gedacht. Die können auch ihren Peso drucken. Aber wenn eben die Währung nicht mehr geglaubt wird, wenn sie nicht mehr glaubwürdig ist, dann hast du eine Mega-Inflation. Hier sehen wir den Goldpreis heute Nacht auf ein neues Allzeithoch steigend wieder. Und wir sehen vor allem in China Shanghai Silver. Und Gold-Futures steigen deutlich, Silber-Future 7% Limit up in China. Das heißt, es deutet ein bisschen darauf hin, dass auch vor allem sehr starke Nachfrage im asiatischen Raum zu verzeichnen ist. Wir hatten ja am Freitag, wenn wir jetzt mal zu den Aktienmärkten zurückkommen, meine Damen und Herren, hatten wir ja, was haben wir da gehabt? Die Arbeitsmarktdaten haben wir gehabt und das Narrativ nach diesen Arbeitsmarktdaten lautete, die waren zwar ziemlich stark, aber das ist ja irgendwie auch ganz gut, weil es zeigt ja, dass die Wirtschaft stark ist, dass der Konsument stark ist und dann würden ja die Firmen totale Gewinne machen. Hier sehen wir deswegen Dow Jones im Plus, S&P im Plus, Nasdaq im Plus und das, obwohl an diesem Tag die Zinssenkungserwartungen deutlich gefallen sind. Man erwartet jetzt deutlich weniger als 3 Zinssenkungen. Seltsam, passt ja irgendwie nicht zusammen. Man hat also hier dieses Narrativ vorgeschoben, oh, ist doch alles Suche, so wie etwa diese Dame. Ein typischer Mainstream-Talk auf CNBC, ja, zeigt doch, dass die Wirtschaft besser läuft und warum wir jetzt nicht über Zinssenkung sprechen, zeigt ja, dass die Wirtschaft besser läuft, der Konsument besonders stark ist und dann die Unternehmen Gewinne machen können. Dann sehen wir solche Headlines wie auf CNBC, Demand for French Fries reflects resilient consumer. Also die Nachfrage nach Pommes frites würde sozusagen die Stärke, die Robustheit des US-Konsumenten belegen. Und hier hat Axios einen Artikel gehabt übers Wochenende, dieses Politmagazin. Wenn du in ein Labor gegangen wärst und versucht hättest, einen Arbeitsmarktbericht zu designen, dann wäre er so ausgefallen, wie er ausgefallen ist. Und ich glaube, genau das ist das Problem.
Er kaschiert, dass die faktische Lage am Arbeitsmarkt nicht mehr wirklich so gut ist. Und das liegt daran, dass vor allem immer mehr Vollzeitjobs verloren gehen. Ich hatte das am letzten Freitag thematisiert, will es aber, glaube ich, noch mal ein bisschen zuspitzen auf den Punkt bringen. Hier sehen wir, was seit vor allem Ende letzten Jahres, so seit Herbst, seit November, geht es mit den Fulltime-Jobs deutlich nach unten. Und das ist immer eigentlich ein Vorspiel für eine Inflation. Hier diese grauen Balken, das sind Rezessionen, und immer davor sehen wir, dass Fulltime-Jobs verschwinden. Auf der anderen Seite entstehen Part-Time-Jobs, entstehen also, wenn man so will, Mini-Jobs, meistens auch nicht so wunderbar bezahlt. Lael Brainard hat jetzt kürzlich gesagt, die Wirtschaftsberaterin von Biden, ja, ist doch ein super Zeichen, zeigt, dass der Konsument besonders dasteht. Und ja, die Stundenlöhne sind stärker gestiegen als die Inflation, das stimmt. Mindestens im Jahresvergleich, aber wir sehen auch, Unemployment Level ist dennoch sozusagen an einem Punkt, wo man denkt, das könnte und dürfte jetzt drehen, während wir die sogenannten Quits, also die Leute, die sozusagen freiwillig ihren Job verlassen, weil sie sagen, da bei dem anderen Job, da kriege ich mehr bezahlt, die sind so niedrig wie seit 2017 nicht mehr. Das heißt, die Leute spüren, ich bleibe mal lieber besser auf der sicheren Seite. Wir sehen also erste Schwäche hier in diesem Bereich, aber ich will nochmal auf diese Geschichte hier zurückkommen. Wir haben also gesehen, dass wahnsinnig viele Teilzeitjobs, Minijobs geschaffen wurden. Die sind offenkundig, weil Native-born Americans Jobs verlieren, durch Migranten besetzt worden, ob legale oder illegale Migranten. Das heißt, man schließt hier aus diesen Arbeitsmarktdaten, die Wirtschaft und der Konsument sei robust, wobei faktisch in der Realität offenkundig Migranten Minijobs bekommen haben. Das wäre so, als würden hier in Deutschland 100.000 Syrer irgendwie einen Minijob bekommen und man dann sagen würde, ja, aber die deutsche Wirtschaft ist ja super drauf, oder? Das hat ja da überhaupt keine Aussagekraft, ist nicht logisch, nicht konsistent, das wollte ich nochmal hier auf den Punkt bringen. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Aktienmärkten her. Da sehen wir sind bis auf diesen Aufwärtstrend auf Tagesbasis rausgefallen. Jetzt wird es darauf ankommen, werden wir nochmal oder werden wir diesen Tiefpunkt, den wir im unteren Chart links, den Sie hier sehen, das Tief aus dem Donnerstag oder vom Donnerstag, als die Märkte ja ziemlich drastisch aus dem Nichts scheinbar abverkauften, wegen geopolitischer Sorgen, werden wir das nochmal unterschreiten. Wir sehen auf der rechten Seite im wöchentlichen Chart erst einmal eine Hanging Man Kerze. Und hier sehen wir auch mal Nasdaq in Relation zum S&P 500. Wir sehen, dass der Nasdaq also latent schwächer wird, dass Tech nicht mehr die Führungsfunktion hat in diesem Markt. Und das liegt eben daran, dass, denke ich, fundamental langsam klar wird, dass diese massiven Investitionen, die US-Konzerne haben 90 Milliarden investiert, um irgendwie mit KI was zu machen. Und ja, man wird damit ein bisschen Geld verdienen. In 3 Jahren könnten es 10 Milliarden Dollar sein. Das heißt, man hat bereits 90 Milliarden Dollar investiert, um dann Stück für Stück ein bisschen wieder reinzukriegen. Aber diese Erwartungen, wie dieser Google-Forscher François Chollet oder beziehungsweise dieser absolute KI-Top-Experte François Chollet sagt, der bei Google beschäftigt ist, Standardwerke über KI geschrieben hat, das wird nicht reinzuholen sein, absehbar. Und das werden die Märkte irgendwann erkennen, die Konzerne selber. Google und Konsorten, die haben jetzt Chips von Nvidia gekauft, die werden bald wahrscheinlich einzumotten sein, weil sie nicht mehr dem neuesten Standard entsprechen, dann können sie die praktisch schon mal abschreiben. Diese ganze Investition wird sich wahrscheinlich nicht rechnen, man wird das in Bezahlsysteme einbauen bei Google, bei Microsoft in Copilot, dann zahlen die Firmen vielleicht $20 pro Anwender und alles ist schick, aber es wird eben diese Investitionen nicht reinholen und das ist genau der Punkt, um den es mir geht. Es ist eine Blase, insofern als die Erwartungen im Mindesten in kurzen Zeitfenster deutlich übertrieben sind. Und das wird sich auswirken. Abschließend nochmal 2 interessante Bemerkungen. Hedgefonds sind sehr, sehr short, vor allem in Energieaktien. Da halte ich für sehr, sehr gefährlich. Während, aber könnte natürlich für die Bullen ein Positivum sein, während Multi-Manager-Funds, also die sozusagen breit aufgestellt sind, extrem long sind in diesen Märkten, ähnlich die CTAs, also die Commodity Trading Advisor, die Vermögensverwalter sind extrem long. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Bank Reserves with the Federal Reserve, also praktisch die Liquidität im Bankensystem, nennen wir es mal so, komplett auseinandergedriftet ist, jetzt immer mehr auseinanderdriftet in Relation zu dem, was bei den Indizes passiert, respektive der Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes passiert. Da sind so viele Lücken. Wir sehen eine Lücke zu den Anleihenmärkten, deren Renditen steigen.
Die Aktienmärkte laufen vorerst noch seitwärts und das könnte sich bald ändern, weil sich das Spiel eben geändert hat. Und die furchtlosen Bullen bekommen es langsam mit der Angst zu tun, denn die Fed-Politik, also die absehbar erstmal nicht sinkenden Zinsen, könnten mehr und mehr zum Problem werden. Erste Artikelempfehlung, die Sie gerne weitergeben dürfen über Social Media, mit diesem Button da oben draufklicken. Nicht wahr? Weiterempfehlen an Freunde. Die erste Empfehlung, die zweite Empfehlung. S&P 500 und Zinsenkorrektur, es kann schnell gehen. Das haben wir am Donnerstag gesehen, dann am Freitag nochmal so eine Art, beruhigt euch Kinder, beruhigt euch, alles schon gut. Wir haben jetzt die Situation, dass der Iran noch nicht zurückgeschlagen hat, aber das schwebt natürlich irgendwie wie so ein Damoklesschwert. Irgendwann wird da was kommen müssen, denke ich. Das haben die Iraner angekündigt, das erwarten alle. Man würde das Gesicht verlieren in Teheran, wenn man da gar nichts macht. Und dann ist die Frage, wie macht man es? Wie umfangreich ist das? Wie wird Israel drauf reagieren? Aber however, erstmal diese beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren. Auch diesen Artikel dürfen Sie natürlich gerne weiterempfehlen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.